Im Fußball ist das Mekka das Wembley-Stadion. Im Eisstockschießen ist Unterneukirchen das Mekka, zumindest im heimischen Bereich zwischen Inn und Salzach. Hier kommen nämlich die besten Stockschützen her. Unter anderem die erste Mannschaft hat den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Und Annalena Leitner im Weitschießen, bayerische Meisterin, deutsche Meisterin und hoffentlich auch in Kürze in Klobenstein auf dem Rütten Weltmeisterin. Die kommen alle aus Unterneukirchen. Und warum das so ist und wie das alles geschaffen wurde, das erfahren Sie jetzt. Durchmarschiert von der Bayernliga in die erste Bundesliga, das schaffte der SV Unterneukirchen. Und die ganze Gemeinde ist natürlich stolz, auch wenn in Corona-Zeiten nicht jeder dabei sein konnte. Das tat aber dem Jubel keinen Abbruch. Als frisch gebackener Aufsteiger in die erste Bundesliga steht er nun neben mir vom SV Unterneukirchen. Was ist das für ein Gefühl, dass man jetzt in der ersten Bundesliga spielt? Ja, ist schon ein erhebendes Gefühl. Ich habe selber schon in der Bundesliga gespielt, vor 10 Jahren, also 16 Jahre lang. Und jetzt haben wir 10 Jahre nicht mehr in der Bundesliga gewesen. Aber ja, ich bin schon sehr stolz auf meine Mannschaft. Wie war das eigentlich? Man steigt auf von der Bayernliga bis in die Bundesliga. Man steigt auf von der Bayernliga in die zweite Bundesliga. Das ist praktisch vor Corona noch passiert. Da sind wir Zweiter geworden in der Bayerischen, also in der Bayernliga. Da sind wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen als Zweiter, als Vizemeister. Ja, und jetzt haben wir gemeint, ja, wenn wir uns da halten können, dann war es schon super. Aber dann wir gleich so einen Durchmarsch bringen, haben wir selber überrascht. Freudig, auf alle Fälle. Und jetzt geht es natürlich weiter. Was ist das Ziel dann für nächstes Jahr? Das Ziel ist auf alle Fälle, dass wir die Klasse erhalten und dass wir den einen oder anderen Bundesligisten ein bisschen ärgern können. Seit 50 Jahren mit dabei beim SV Unterneukirchen und nie dem Verein untreu geworden. Von Anfang an, seit über 50 Jahren, 52 Jahre bin ich jetzt beim SV Unterneukirchen und wobei nie den Drang gehabt, zum anderen Club zu gehen. Da gab es natürlich auch einige Auf und Abs von den Ligen her. Sag jetzt einfach mal, wie war das so in der Vergangenheit? Das ist richtig, man macht viel mit. Es waren viele Aufstiege dabei, natürlich auch der ein oder andere bittere Abstieg. Aber meine persönliche Krönung ist jetzt der Aufstieg in die erste Bundesliga, den wir jetzt geschafft haben. Und das freut mich besonders auf meine alten Tage, in Anführungszeichen, da noch beteiligt und mithelfen. Von Garching ist er nach Unterneukirchen gekommen, jetzt schießt er seit 5 Jahren für diesen Verein und gleich im ersten Jahr kam der Abstieg. Im ersten Jahr gleich der bittere Abstieg, ja, da waren wir nicht gut, aber die Scharte haben wir nächstes Jahr gleich wieder ausgewetzt und sind gleich wieder aufgestiegen in die Bayernliga. Okay, und dann ging stetig bergauf von der Bayernliga in die Bundesliga. Ja, das müssen ja Glücksgefühle sein. Ja, das waren so große Glücksgefühle, dass man da mal gleich aufsteigt und von dabei ist. Ist natürlich immer super. Wie hart war das? Eben mit Corona und man konnte trainieren und dann kann man doch wieder trainieren. Wie war das? Also ganz am Anfang der Wintersaison hat eigentlich alles funktioniert mit dem Training. Danach haben wir dann mal Pause machen müssen und vor der Meisterschaft haben wir nur einmal noch mal trainieren können. Das war eigentlich schon hart. Ja, wir haben eigentlich fast damit gerechnet, dass jeden Tag abgesagt wird. Die erste Bundesliga ist zum Beispiel ja einen Tag vor dem Wettbewerb abgesagt worden. Und wir haben auch damit gerechnet, dass das uns passieren könnte. Ist nicht passiert. Und wie sind dann die beiden Tage, ich sage jetzt einmal die Vorrunde und die Rückrunde, wie ist das gelaufen? Ja, die Vorrunde ist natürlich überragend gelaufen. Da haben wir gleich super geschossen. Jeder hat seine Arbeit gemacht. Und völlig überraschend haben wir dann 3. Platz gemacht. Das hätten wir uns vorher nicht erträumt, wenn uns das jemand gesagt hätte. Das hätten wir sofort unterschrieben. Nicht nur die erste Mannschaft ist ein Stolz des SV Unterneukirchen, nein, auch eine junge Dame. Ihr Name ist Annalena Leitner. Sie hat schon viele internationale Titel gewonnen im Eisstock-Weitschießen. Und jetzt steht auch wieder ein großer Titel eventuell bevor. Aber davor muss man erst bayerischer und deutscher Meister werden. Und das hat sie geschafft, und zwar in Mitterskirchen. Und mit ihr haben wir natürlich auch gesprochen. Die bayerische und deutsche Meisterin 2022, Annalena Leitner vom SV Unterneukirchen ist jetzt bei mir, die mit der Kirchner Meisterschaften, bayerische Meisterschaft und deutsche Meisterschaft. Wie ist es dir da ergangen? Es war ja doch nicht einfach. Ja, im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung recht zufrieden. Am Samstag, also der deutschen Numera wird in der bayerischen am Freitag, da habe ich ein paar gute ausgelassen, da haben die anderen ein bisschen blöd geschaut. Aber an sich war es ein guter Wettbewerb, auch für den Ausrichter, für Mitterskirchen, war optimal, ein total tolles Turnier.
Genau, jetzt wollen wir mal über das Eisstock-Weitschießen reden. Viele sagen immer, man kann sich da gar nichts drunter vorstellen. Was ist das, mehr Kraft oder mehr Athletik oder mehr Technik? Also mir ist mal von einem sehr weisen Mann, Rotmoser Beder, gesagt worden, 80% Technik, 20% Kraft. Also Technik ist natürlich auch massiv wichtig und ja, Kraft braucht man nicht reden, klar. Wie oft trainierst du dann in der Woche? Das kommt drauf an, wenn jetzt nichts Größeres ansteht, im Sommer zum Beispiel, dann ein bis zwei Mal in der Woche geschossen. Jetzt momentan trainiere ich recht viel, da schieße ich ungefähr 3 bis 4 Mal in der Woche und 2 Mal Krafttraining im Kraftraum und der Neckehör. Jetzt schauen wir mal auf die Weltmeisterschaft in Klobenstein auf dem Rütten, da ist eine Rechnung offen, denn 2020 in Regen hat eine Österreicherin gewonnen, da blutet das bayerische Herz. Ja, das im Regen, das war Black Laffer. Das Eis war nach dem zweiten Durchgang stumpf und da hat man nicht mehr schießen können. Das hat mir sehr weh da. Das tut mir immer nur ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Ich tue jetzt natürlich mein Bestes, dass ich da gut bin, dass ich da auf jeden Fall auf dem Podest lande. Das ist mein großes Ziel. Nicht nur die Sportler jubelten in Unterneukirchen, nein, natürlich auch das Gemeindeoberhaupt. Der Bürgermeister ist natürlich stolz auf seinen Sportverein und besonders auch auf die Stockschützen. Mit Annalena Leitner, eine bayerische und deutsche Meisterin, vielleicht in Kürze auch Weltmeisterin und mit der ersten Stockschützenmannschaft jetzt den Aufstieg in die erste Bundesliga. Herr Bürgermeister, ich merke, Sie sind ein bisschen größer geworden. Ja, größer und vor allem, ja. Da geht einem schon das Herz auf, wenn wir in dieser Stockschützenhalle sind, die wir 2012 gebaut haben. Und wenn man die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte von Unterneukirchen nimmt. Und jetzt war es ja dann nochmal ein bisschen schwieriger mit dem Abstieg und so weiter. Und die Weitschützen haben auch ein bisschen Zeit Misere gehabt. Aber jetzt die letzten 2-3 Jahre war die Annalena schon wieder top. Und jetzt, dass die Stockschützen da das schaffen, dass die einfach in der Mannschaft so beieinander bleiben, das ist ja das andere gewesen. Wir haben immerhin waren die erste Mannschaft in Deutschland, die 2 Mannschaften in der ersten Bundesliga gehabt hat, 1 Mannschaft in der zweiten und die 4. Mannschaft war in der dritten. Also unvorstellbar eigentlich, dass man das auf Dauer nicht halten kann in so einem kleinen Ort, das ist klar. Und es ist natürlich immer ein bisschen ein Problem auch mit dem Nachwuchs. Wir haben es jetzt ja gesehen, der Meiselklaus ist jetzt Gott sei Dank mal wieder Jüngere dazugekommen. Bei den Weitschützen haben wir tatsächlich ein paar Jüngere da. Da hoffen wir, dass das wieder weitergeht. Und jetzt hat natürlich mit dem Aufstieg in die Bundesliga, jetzt fühlen wir uns wieder wohl. Und dann wünschen wir der Annalena natürlich jetzt alles Gute. Die hat am Wochenende Lehrgang in Italien und dann Ende Februar die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Dann hoffen wir sehr, dass wir das auch wieder mit Erfolg dann machen können. Ja, dann wünschen wir natürlich den Stockschützen des SV Unterneukirchen erstens, dass sie die erste Bundesliga halten und zweitens, dass vielleicht der Titel kommt beim Eisstock-Weitschießen bei der Weltmeisterschaft auf dem Rütten in Südtirol. Wir drücken auf alle Fälle der Annalena Leitner ganz fest die Daumen.